Morgen. Das hier ist mein Frühstück. Das ist F100 Compri-Riegel. Also ein Milchriegel, ein Riegel aus komprimiertem Milchpulver mit zugesetzten Vitaminen und Mineralstoffen, bla bla. Relativ kalorienreich, also deutlich kalorienreicher als stinknormale Milch. Und dazu 100 Gramm Müsli. Sieht dann so aus. Ja, und es schmeckt auch ungefähr, wie es aussieht. Ne? Aber gibt Kraft. So, und das hier ist mein Mittagessen. Also nur eine halbe Tafel. Und diese Erdnüsse. Naja. Und da Luxustag heute ist, habe ich noch eine Vierteltafel von weiße Vollnuss übrig. Die ist quasi zu viel, weil ich am ersten Tag kein Mittagessen gebraucht habe. Deshalb habe ich gestern die eine Hälfte der zusätzlichen Hälfte gefuttert und werde heute die zweite Hälfte der zusätzlichen Hälfte futtern. Klingt toll, oder? Eieieiei. Hossa. Ja, ich habe gar keinen Hut auf, deshalb diesen Kameraausschnitt. Ja, wie man vielleicht sehen kann, bin ich nass. Das liegt daran, dass mich gerade der Regen beim Zusammenbauen vom Zelt überrascht hat. Das ist so ziemlich der bescheuertste Moment, den es irgendwie nur gibt, bei dem es anfangen kann zu regnen. Weil man hat den Rucksack offen, weil man will das Zelt ja in den Rucksack tun. Da sind die Leute, die ihr Zelt außen dran baumeln haben, natürlich im Vorteil. Die können erstmal in Ruhe ihren Rucksack im Zelt zusammenpacken und dann später das Zelt außen dran hängen. Gut, klar. Kann ich auch, die Option gäbe es schon. Also das wäre jetzt dann die Notlösung quasi, wenn ich im Zelt hocke und es regnet und regnet und regnet und hört nicht auf und hört nicht auf. Dann würde ich das natürlich auch so machen. Aber heute Morgen sah es noch so aus, als ob es irgendwie jetzt, okay, jetzt gibt es einen kleinen Schauer und dann sah es eigentlich wieder ganz gut aus. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nutze ich die Gelegenheit und lese noch ein bisschen und mache noch ein kleines bisschen entspannten Vormittag, weil ich eigentlich ganz schnell war mit dem Zusammenpacken. Ich habe ja meine Lagerlogistik und meine Rucksackpackung jetzt eben optimiert. Das geht jetzt alles relativ flott. Ich weiß sofort, was wo ist, kann das gleich wieder da hinstecken und Zelt abbauen und Rucksack packen ist jetzt eigentlich in maximal 10 Minuten passiert. Das ist für meine Verhältnisse schon relativ schnell. Kameralinse ist ein bisschen angelaufen. Gut war jetzt, dass ich mich in diese Hütte retten konnte, nicht weil ich jetzt so furchtbar Angst vorm Regen habe, ich habe ja entsprechende Ausrüstung dabei, sondern deswegen, weil ich jetzt keine Zeit mehr hatte, meine Ausrüstung wirklich jetzt optimal regengeschützt im Rucksack zu verstauen. Dazu gehört auch, dass ich bei länger anhaltendem Regen den Hut auch im Rucksack lasse, weil sonst weicht der völlig durch und das dauert dann schon lange, bis er wieder getrocknet ist. Da muss erstmal wieder gutes Wetter herrschen und dann habe ich dauernd diesen total nassen Hut, den ich mit mir rumschleppen muss. Ja, ist ein bisschen, das ist dann ein bisschen nervtötend. Außerdem ist er dann saumäßig kalt, wenn man ihn aufsetzt. Das geht schon einen Tag, den es trocken sein muss, wenn man ihn nicht aufhat, bis der wieder getrocknet ist. Es geht natürlich ein bisschen flotter, wenn man ihn auf hat, aber das werde ich nur machen, wenn er dann wenigstens einigermaßen wieder trocken ist, weil ich will mich auch nicht erkälten und es ist ja doch relativ kalt. Ja, und Hauptproblem war jetzt, dass ich meine Kamera in der Hüftflossentasche vom Rucksack noch drin hatte. Die ist zwar relativ wasserresistent, die Tasche, aber so einen richtig starken Regenguss macht sie dann auch nicht mehr mit und dringt Wasser durch den Reißverschluss ein, auch wenn das Material selber ab einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Grad, sagen wir mal, wasserdicht ist. Und jetzt habe ich eben hier in der Hütte reichlich Gelegenheit, dann die Kamera gut zu verstauen. Und bei dem Scheißwetter kann ich jetzt natürlich keine Außenaufnahmen großartiger Art machen. Außer, ja gut, mal aus der Tür. Mal aus der Tür könnte man machen, das geht. Ja, also das ist gerade der Stand der Dinge. Hier im Hüttenwindschatten ist natürlich überhaupt nicht dramatisch. Wenn man mal um die Ecke geht, dann mache ich das auch nur ganz kurz, weil da ist es dann erheblich unangenehmer. Es ist kein besonders starker Regen, aber so fiese kleine Tropfen und davon viel in Kombination mit Sturm. Wind kann man das schon fast nicht mehr nennen.
Deswegen harre ich jetzt hier noch ein bisschen aus, bin faul, wollte heute eh einen kurzen Tag machen. Ich bin jetzt gleich in noch einem Kilometer oder was, oder anderthalb oder zwei, irgend sowas, an der nächsten Bergstation. Die wird auch wieder verlassen sein und werde dann von da ganz gemütlich noch 10 Kilometer zurückzulegen haben. Die sind wohl scheinbar sehr angenehm, bis zu den nächsten dieser Hütten. Sieht man ja gar nichts. Guten Morgen. Naja, so halbwegs bin ich, glaube ich, zu erkennen. Stand der Dinge ist folgender. Ich habe jetzt gestern nichts mehr gefilmt, weil gestern hat es den ganzen Tag beim Laufen geregnet und da wollte ich nicht riskieren, dass ich die Kamera rausnehme und dann großartig die eben nass wird. Das Letzte, was ihr von mir gehört hattet, war ja in dieser einen Hütte. Und in besagter Hütte habe ich tatsächlich dann auch noch Besuch von zwei Schwedinnen bekommen, die auch hier eben entsprechend auf dem Weg unterwegs sind. Die wollten eigentlich noch eine Station weiter, als ich mich jetzt befinde. Ich bin jetzt gerade so zwischen zwei üblichen Punkten, wo man normalerweise hinläuft. Und soweit ich das kapiert hatte, wollten die eigentlich zur nächsten Fjellstation, Hellax heißt die, sind aber nicht mehr aufgekreuzt. Hier jetzt mitten zwischen den ganzen Dingern. Zwischen den beiden Stationen bin ich eigentlich mehr oder weniger im Nirgendwo. Es gibt hier gleich um die Ecke eine Rasthütte, in der wollte ich eigentlich auch illegalerweise schon einen Notfall provozieren, um dort übernachten zu dürfen. Die war aber schon besetzt und zwar von vorne bis hinten okkupiert von zwei weiteren wahrscheinlich Einheimischen. Die hatten sich da richtig gemütlich eingerichtet und sämtliche Wäscheleinen aufgehängt überall und Zeug zum Trocknen und so weiter und so fort. Und da wollte ich dann doch nicht unbedingt stören, zumal diese Hütten ja in der Regel auch nur für zwei Personen ausgelegt sind, auch wenn meine dritte noch reinpassen würde, aber das war mir dann doch etwas zu krass. Deshalb bin ich noch ein paar Meter weiter marschiert, habe mich quasi gleich in den Zeltplatz-Suchmodus begeben und habe auch was Schönes gefunden und da hocke ich jetzt eben entsprechend. Aktuell sieht das Wetter deutlich besser aus, es hatte schon ein Weilchen nicht mehr geregnet, es gab ein paar schlimmere, größere Schauer, würde ich jetzt sagen, heute Nacht. Gestern war es eher so ein durchgehender Nieselregen, der einfach nie aufgehört hat. Also im Prinzip nicht viel, aber über die ganze Zeit, über ständig dieses Zeug, macht es einen halt irgendwann dann auch mal nass. Habe keine großen Wassereinbrüche bei der Ausrüstung zu erleiden gehabt. Meine Softshelljacke, die ist noch ein ganz kleines bisschen feucht. Die werde ich aber gleich anziehen und beim Laufen sollte die eigentlich innerhalb kürzester Zeit dann auch trocken werden.
hatte gestern überhaupt keinen Bock, jetzt noch irgendwelchen Aufwand zu betreiben, um was zu kochen, weil ich noch ein bisschen lesen wollte. Ich merke, das ist ein Urlaub, den ich sehr, sehr intensiv zum Lesen nutzen möchte und werde. Viele schöne Bücher habe ich ja dabei auf meinem E-Book-Reader. Und das genieße ich sehr. Also diese Zeit, die viele Zeit zum Lesen, gerade wenn man dann abends um 6 ankommt und dann noch bis 10 locker Zeit hat zum Lesen und eigentlich sonst gar nichts anderes mehr machen muss. Gut, Zelt stand natürlich dann auch schon zu dem Zeitpunkt. Und ja, das ist schön, das gefällt mir doch. Da kann man sich gut entspannen. Ansonsten, Status körperlich ist ganz in Ordnung, mir tut der Rücken weh, das war zu erwarten, weil ich halt irgendwie nicht meine üblichen Sitzgelegenheiten habe. Ich habe heute Nacht festgestellt, dass ich meine tolle Schlafmatte nicht so hundertprozentig super straff aufpusten sollte. Ich liege noch ein bisschen besser, wenn sie noch ein Ticken weicher ist, als das jetzt der Fall war. Oh, die Sonne kommt raus. Man kann es, glaube ich, auch sogar am Bild einigermaßen erahnen, weil man mich schlecht sieht. Mein Hut ist nass geworden, weshalb ich jetzt mal alternativ diese Mütze hier aufhabe. Ich denke, den werde ich aber auch beim Laufen jetzt wieder aufziehen, damit der wieder trocknet. Zumal es eher mal ein bisschen unpraktisch ist, wenn man den im Rucksack transportieren muss. Da kommt er außer Form und wie ihr wisst, ist der Hut ja heilig. Ich werde aber für diese Schweden-Videoreihe jetzt mal von meiner immer einen Hut aufhaben im Video-Regel ein bisschen abweichen. Das ist einfach nicht praktikabel. Deswegen jetzt auch gerade aktuell die Mütze, mit der es fast schon ein bisschen warm wird. Wenn jetzt die Sonne ins Zelt scheint, dann ist hier drin richtig Sauna, dann wird es hier so richtig knalleheiß sofort. Ah, tut aber auch mal gut, jetzt so mal richtig durchgewärmt werden zwischendurch. Gut, und dann hoffe ich, dass ich heute auf jeden Fall wieder mehr Bilder von der Landschaft machen kann. Es ist jetzt auch mal erstaunlich wenig Wind. Zum ersten Mal, seit ich hier in Schweden bin, ist der auf ein sehr, 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 sehr geringes Maß runtergegangen. Hier in meinem Zelt bewegt sich jetzt fast gar nichts windtechnisch. Das ist also auf jeden Fall auch neu. Kann es sein, dass inzwischen die Kamera beschlagen ist? Ja, kann sein. Egal. Ich quatsch mal kurz noch zu Ende. Gestern musste ich auch noch mal durch den Fluss. Diesmal war es wirklich ein Fluss. Nicht nur so eine tiefe Pfütze, sondern ein Fluss mit Strömung und allem, wo man halt schon sehr aufpassen muss beim Gewässerqueren, dass einem da nicht wichtige Ausrüstung oder man selber abhanden kommt. Ja, also Action gibt es auf jeden Fall. Oh, und auch wichtig, was noch zu erwähnen wäre, es gab gestern hinter der letzten FL-Station noch eine interessante Möglichkeit. Da gab es die Abkürzung über den Berg und der reguläre Weg um den Berg drumherum. Die Abkürzung war natürlich 1 Kilometer kürzer. Da habe ich natürlich gedacht, oh ja super, abkürzen, genial, mache ich. Musste dafür aber auf einen extrem steilen Berg und da oben gab es was Lustiges, nämlich sehr große Schneefelder und Nebel. Und die Kombination von Nebel und sehr große Schneefelder ist ein bisschen beunruhigend. Wenn man also dem Weg, der Wegmarkierung bis zum Schneefeld folgt und dann quasi weiß, okay, jetzt muss ich in das Schneefeld rauslatschen, sehe aber nichts anderes als weiß, weil Nebel und Schnee ist gleich gesamtweiß. Und dann einfach hoffen, dass man einigermaßen geradeaus geht und auf der anderen Seite hoffentlich wieder irgendwo eine Wegmarkierung findet. Das war schon ein wenig Action, muss ich sagen. Da kommt man ins Grübeln. Gut, jetzt habe ich Hunger. Frühstück gibt es den gleichen fröhlichen Fraß wie gestern. Das macht aber nichts, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Und wenn man das ein paar Mal gegessen hat, schmeckt es irgendwann auch gut, weil dann kriegt man immer mehr Hunger und mehr Hunger. Und mehr Hunger, aber das war ja durchaus von mir so vorgesehen, dass das einen gewissen Abnehmcharakter kriegt, diese Tour. Klar, hat man Lust auf mehr Essen, aber so eine Langstrecken-Trekking-Tour, das ist immer mit einem gewissen Maß an Leiden verbunden. Leiden, schmerzende Beine, Leiden, schmerzender Rücken, natürlich sowieso schmerzende Füße. Hab inzwischen 2 Blasen, aber ich glaube, das ist gar nicht so dramatisch, die habe ich nämlich schon länger. Und gestern ging es mit den Füßen eigentlich ganz gut, bis zu der scheiß Flussdurchquerung. Nach einer Flussdurchquerung nochmal weiterlaufen ist schwierig. Da muss man sich schon Zeit nehmen, dass man dann ja die Füße wieder gut einpackt und schön trocken macht und so weiter und so fort. Das kann ganz doof ausgehen dann für die Füße. Besser ist halt eben, man macht die Flussdurchquerung quasi direkt beim Start, so wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Das geht gut. Oder halt eben ganz am Schluss und muss danach nicht nochmal groß weiterlaufen. Aber das war nicht so angenehm. Ja, noch irgendwelche wichtigen Erkenntnisse? Vorläufig nicht. Und jetzt gibt es dann auch gleich wieder ein paar Aufnahmen mit Landschaft, hoffe ich.